Und damit willkommen zurück zum nächsten Kampf. Heute geht's gegen die Stahlarena. Ich weiß nicht, ich finde irgendwie Stahl... Hätte man, finde ich, ein bisschen mehr draus machen können. Ich finde die Arena nicht mal so krass stark, muss ich sagen. Ich hoffe, ich bin da einigermaßen gut vorbereitet. Hab auch heute mal wieder ein neues Pokémon dabei, was man noch nicht gesehen hat. Und zwar seht ihr das jetzt zwar noch nicht, aber es ist Tobutz. Mein Live-Orb-Tobutz. Ich brauche natürlich auch noch einen Live-Orb. Und er leadet damit Bronzong und wir haben die Überbrückung auf Maxax. Was heißt, wir können straight für ein Erdbeben gehen. Er hat hier auch nicht wirklich einen Scarfmon. Das Schöne an Überbrückung ist, es nimmt halt auch den Filter von Stolos weg. Das ist natürlich immer schön. Und ja, wir leaden wieder mit Maxax und werden gleich mal Erdbeben klicken. Übrigens, schönen Gruß von Sui. Hat er mir gesagt, er wollte eigentlich Hallo-Video von Bazi sagen, aber da war ich gerade nicht mehr in der Aufnahme. Und auch von Hansi, hallo. Hansi, dritte Arena, schaffen wir die. Wir haben wieder ein Continue. Wir dürfen wieder einmal verlieren. Hoffentlich aber nicht so wie das Käfer-Match. Wollte ich Tobutz nämlich nicht mitnehmen, weil Bibo hätte Tobutz halt rausgenommen. Dann Abschlag wäre auch nicht so cool gewesen von Nidoking. Aber wir gucken mal. Er leadet, wie gesagt, mit Bronzong. Und Erdbeben hat eine ziemlich hohe Chance zu Two-Hitten. Überbrückung kommt und nimmt natürlich die Schwebe weg, die dieses Bronzong hat. Und Bronzong sollte mir eigentlich sonst nichts können. Egal, was es klickt, es macht nicht viel. Und ich werde mich auch jetzt nicht boosten. Das brauche ich nämlich nicht unbedingt. Weil Bronzong kann ich danach eh nicht One-Hitten. Und sowas wie Metagross oder so ist dann safe immer noch ein Two-Hit. Deswegen möchte ich das nicht tun, sondern ich drücke gleich aufs Erdbeben. Was natürlich auch trifft, weil wie gesagt, Schwebe wird überbrückt. Da war ein Crit oder ist speziell defensiv? Bizarro-Raum-Team. Das ergibt natürlich Sinn, jetzt wo ich mir das Team so angucke. Ein Bizarro-Raum. Okay, aber eigentlich möchte ich den Bizarro-Raum sogar ein bisschen ausstallen. Er hat wahrscheinlich eh einen Gyro-Ball drauf oder so. Ich könnte jetzt das Ding natürlich rausnehmen, weil eine Attacke tanke ich so oder so. Aber dann kommt zum Beispiel Metagross rein. Ich habe gerade voll nicht dran gedacht, by the way, dass das Bizarro-Raum. Bizarro-Raum hält jetzt, glaube ich, 4 Runden. Das heißt, ich müsste jetzt 4 Runden ausstallen. Er hat kein Death-Investment dann wahrscheinlich. Ein Gyro-Ball macht ungefähr die Hälfte, was für mich heißt, ich muss jetzt halt das ein bisschen ausstallen. Ich muss das ein bisschen ausstallen, deswegen gehe ich einfach mal auf den Doppelheb. Bei einer Attacke müssten wir so oder so tanken können. Er hat die Explosion. Oh wow, tank ich das? Ich tank sogar noch. Okay, krass. Auf die Dance muss ich natürlich jetzt gar nicht gehen. Das heißt, er nimmt mich jetzt auf jeden Fall raus. Das heißt, das ist jetzt die erste Runde vom Bizarro-Raum. Den Bizarro-Raum auszuspielen könnte schwer werden. Jetzt ergibt es natürlich Sinn. Ich habe da voll nicht an den Bizarro-Raum gedacht. Das ist wie damals beim Duellturm mit Tim oder so. Das Team war zwar ultra ultra langsam, aber trotzdem habe ich nicht so krass an den Bizarro-Raum gedacht. Das heißt, wir haben jetzt noch 3 Runden Bizarro-Raum. Wenn Maxax gleich down geht, haben wir noch 2 Runden. Die 2 Runden muss ich noch wegbekommen. Wir haben die Erdkräfte auf Nidoking. Und Bronzong ist down. Was heißt, wir können auf jeden Fall immer Erdkräfte drücken. Ich kann mir noch gut die Schuka-Beere übrigens auf Empoleon vorstellen, dass da so ein bisschen vom GPL-Meter quasi inspiriert wurde. Oder es ist ja, glaube ich, so falligweise auch im Yu-Yu ganz normal Schuka-Berry auf Empoleon. Er überlegt gerade wahrscheinlich, was er machen soll. Aber egal, was er macht, ich drücke jetzt Erdbeben. Weil Maxax stirbt so oder so. Bizarro-Raum ist jetzt, glaube ich, dann müsste er danach noch 2 Runden halten. Und wenn der Bizarro-Raum weg ist und ich Nidoking noch hab, dann sieht's gut aus, weil ich glaube, ich kann sonst alles eigentlich One-Hitten, abgesehen von Stalos. Stolos, nicht Stalos, ich verwechsel irgendwie mal. Von Stolos. Er überlegt gerade auch lange, was er tun soll. Habe ich eigentlich irgendwie eine Möglichkeit, zu verhindern, dass das Ding, falls ich verlieren sollte, den Bizarro-Raum rausbekommt? Habe ich Entei eigentlich dabei? Warum habe ich Entei eigentlich nicht dabei? Nightwish, das ist sein Empoleon, okay. Gut, dann wird er mich jetzt safe rausnehmen. Was aber okay ist. Wir gehen jetzt einfach aufs Erdbeben. Wie gesagt, ich denke, er hat da die Schuka-Berry. Schön wäre es natürlich, wobei Agilität. Das wäre blöd, wenn er das macht, ja. Er geht auf Scald. Das tanken wir auch leider nicht mehr.
Hätte er vorher Gyro-Ball geklickt, dann hätten wir das noch getankt. Und selbst ein Burn war nicht schlimm gewesen. So, jetzt haben wir noch 2 Runden damit zu kämpfen. Wir können jetzt in Mammutl gehen, Erdbeben klicken. Aber ehrlich gesagt möchte ich mir meinen Sash sogar noch aufbewahren. Deswegen gehe ich jetzt in Tobutz. Hornswoggle, für die, die Wrestling gucken, weil ich meine, es ist ein Kobold. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass er den Dings hat. Den, wie heißt's? Dass er den Abschlag drauf hat. Aber wir klicken trotzdem einfach mal auf den Donnerblitz, um ein bisschen Damage zu machen. Ruhe haben sie. Du hast hier nichts zu melden. So. Er hat die Lichtkanone, aber die müssen wir auf jeden Fall tanken können. Oh, wir gehen auf den Donnerblitz. Er wird jetzt auch gleich sehen, dass wir Live-Orb sind. Wie viel Schaden macht das? Macht ganz guten Schaden. Keine Paralyse, aber nach der nächsten Runde müsste der Bizarro-Raum wieder weg sein. Nach der nächsten Runde müsste der Bizarro-Raum eigentlich wieder weg sein. Ich weiß jetzt übrigens auch, dass das Bronzong nicht Dings ist. Nicht komplett physisch defensiv. So, Hornswoggle stirbt. Leider. Aber was wollen wir machen? Jetzt müsste der Bizarro-Raum weg sein. So, verdrehte Dimension ist wieder normal. Guten Tag. Nidoking. Und Nidoking drückt jetzt Erdkräfte. Und selbst mit der Sugarberry sollte die Erdkräfte gegen das Ding auf jeden Fall noch ausreichen. So. Erdkräfte go. Und meine ganzen, ich habe 3 Monster mit, die sind zwar einerseits... Ja, er hat tatsächlich die Sugarberry, aber das müsste aus der Range auf jeden Fall ausreichen. Ich meine, das ist ein hohe Gewalt Nidoking. Dankeschön. Ich komme gleich rüber, Hansi. Versohle ich dir deinen Arsch, wenn du jetzt nicht ruhig bist. So, jetzt hat er noch Metagross und Stolos. Metagross müssten wir one-hitten können, weil er hat ja selbst eine Item-Clause. Das heißt, Metagross, Sash, kann ich mir nicht vorstellen. Wird, glaube ich, keinen Sinn ergeben. Metagross ist bulky genug. So. Machen wir kurz nochmal, nur um sicher zu gehen. Wir haben ja die Zeit zu kalten. Aber die Spätzle von Metagross ist nicht so gut wie die normale Death. Nicht das Mega-Metagross, sondern normales Meta. Oh, yo. Min-Damage 108. Wobei ich mir vorstellen kann, dass er KP-Investment hat. Wenn er KP-Investment hat, wäre es eine Roll. Und da ein Dings-Team spielt, ein. Wie heißt's? Nein. Lass mich nachdenken, wie heißt die Kacke nochmal? Ein Bizarro-Raum-Team wird da definitiv kein In-Investment in dem Ding haben. Am liebsten wäre es mir jetzt sogar, wenn er in Stolos geht, weil Hammerfall, das ist sein Metagross, ne? Yep. Das Ding sollten wir nicht one-hitten können, außer wir kriegen jetzt eine ziemlich gute Roll. Ich kann mal nachgucken, es wären jetzt 31%, dass Erdkräfte ausreicht, wenn er Full-KP-Investment hat. Vielleicht hat er noch ein bisschen in den Investment. Oder vielleicht critten wir, das wäre jetzt schon verdient. Nein, er überlebt sogar noch knapp. Und er geht auf den Zen Headbutt und der wird ausreichen. So. Er wird einen Bullet Punch haben, glaube ich. Wir haben jetzt nämlich nur noch Moppel. Muss ich mal was gucken. Mammo, Swine, Suicide, Lead. Schneller sind wir. Wir sind aber Jolly. Er wird Full KP sein. Das Problem ist, ein Ice Shard macht 7-9%. Wenn er Full KP ist, schätze ich, vielleicht hat er jetzt noch 20 ungefähr. Das sind 10%. Ne, es wird nicht ausreichen. Ich muss hoffen, dass er den Bullet Punch nicht drauf hat. Auch wenn ich glaube, dass er es drauf hat. Das wäre nicht so cool. Hab jetzt nicht den. Er hat nicht den Bullet Punch. 2 Erdbeben reichen doch jetzt gegen Stolos aber aus, oder? So. Wir haben halt. Das Ding hat halt Filter und eine Hammer Death, ne? Mega Aggron. Oh, wow. Earthquake macht echt wenig Damage, ne? Und das Ding hat halt Ramboss. Darf ich eigentlich einmal in meinem Leben jetzt auch critten? Ich muss aber mal kurz was nachgucken.
weil... Bronzong ist nicht physisch defensiv. Stoller's Need. So, das Ding ist halt einfach too strong. Da macht jetzt, glaube ich, das Ding vielleicht 30% mit dem Erdbeben. Yep, das macht gar nichts. Und da kommt ein Ramboss und der bringt mich auf den Sash. Ah, bringt mich nicht mehr auf den Sash. Krasser Scheiß. Okay, Mammutle selbst ziemlich schwer, das ergibt Sinn. Erdbeben nochmal. Müssen nochmal auf Erdbeben gehen. Ich hätte nicht mal gedacht, das würde so gut tanken, für das, was wir nicht mal KP-Investment haben. Jetzt die Frage, kann ich das Ding 3-hitten? Das ist halt wiederum eine Roll, ne? Gut, er crittet immerhin auch nicht. So, jetzt ist halt was interessant. Wir haben eine ziemlich hohe Chance, das Ding zu 3-hitten, aber ich weiß nicht, aus der Range kommt es mir so vor, als reicht's nicht aus. Ich könnte jetzt auf Dings klicken, auf Eisabfackeln und hoffen, einmal zu flinchen, aber ich gehe einfach auf ein Erdbeben. Ich hoffe einfach, dass jetzt das Erdbeben ausreicht. Vielleicht können wir jetzt mal critten. Es reicht aus! Oh, Gott sei Dank. Oh, ich habe mein Continue nicht verloren. Mein Herz ist in die Hose gerutscht. Wir haben ihn besiegt. Stahlarena down. Puh, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Kampf. Die nächste Arena ist die Bowden Arena. Die Bowden Arena. Wir sehen uns dann. Tschüss.